Recht herzlich willkommen zur 166. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, Stimme ist ein bisschen weg wegen Erkältung und naja, hört sich ein bisschen quäkig an, aber werden wir wohl hinkriegen. So, der Dralo hatte mir geschrieben, dass ich mal schauen soll, dass ich die Triebwerke umbaue und gleichzeitig noch, wie heißt es, zwei radiale Schirme da noch dran mache. Jetzt müssen wir gerade gucken, wo unser Testkapsel ist. Da ist die Testkapsel, dann nehmen wir die doch mal, laden. Hier unten steht sie. So, und dann können wir das definitiv abbauen. Und müssen was anderes da dran bauen. Da sind die Triebwerke. So, er hat Twitch, hieß das Ding, glaube ich. Juno heißt, glaube ich, auch das andere. Klopfer, das ist Feststoff, Feststoff. Feststoff ist es nicht. Gut, was haben wir hier? Flüssigtreibstoff, Triebwerk, Schraube. Schraube würde Screw heißen, ne? Ameise ist es nicht. Zwillingssau, interessanter Name. Ist es aber auch bestimmt nicht, wegen zu groß. Funke, ne, Spinne, Spider, Terrier, heißt es auch da. Das ist auch zu groß. Alles zu groß. Was ist das hier? Das könnte es sein. Es ist aber nicht, weil doch zu groß. Und 108 Schub ist auch ein bisschen viel. Da brauchen wir nun auf den Schub auch ein bisschen achten. Hui. Weiß ich nicht, wer das ist. Und hier haben wir Puff. Das ist Moto-Treibstoff. Das ist also falsch. Warte mal, was war hier oben nochmal? Entschuldigung. Ich glaube, das könnte das Richtige sein. Ganze dreimal, weil das hat ja ein bisschen mehr Dampf. Kriegen wir das da dran? So, passt, ne? Jetzt ist schon fast zu überlegen, ob das da unten... Der Funke war das. Funke hat 16. Und den kann ich definitiv wegnehmen. Die drei sind ja definitiv mehr wie die anderen zusammen. Okay, dann lassen wir den auch weg. Und das haben wir geschafft. Dann brauchen wir noch zwei Schirme. Wo waren die? Hier unten, ne? Radialer Fallschirm. So, und wo soll das hin? Ich würde es jetzt hier hin machen. Oh, jetzt haben wir dann noch drei, nicht zwei. So, Zweier jetzt. Ne, wieder Dreier. Ah, sind wir wieder irgendwo dran gekommen, wo man zwei einstellt. Wo zwei gemacht werden, ne? So, jetzt passt's. Jetzt sind es auch zwei geblieben, ne? Ja, gut. Also, das sollte ich machen, das war klar. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen was zaubern. Die Triebwerke müssen unten rein. Läuft, ne? So, das sollte es dafür sein. Eigentlich sollte das funktionieren. Puh. Ist immer noch unser einfacher Pilot. Sollte auch gehen. Dann speichern wir das Ganze ab und danach. Und dann geht's auf zur Startrampe. So. So, da ist das ganze Werk. Und jetzt würde ich gerne da anfangen, bei unserer Radarstation da hinzufliegen. So, ich mache keinen Schub. Erstmal SAS an. Dann starten wir das Ding erstmal. 3, 2, 1, Start. Und dann gehen wir langsam hoch, weil ich muss gleich auch das Ding erst drehen, damit ich so wie immer steuern kann. Ne? So, das muss zu mir zeigen, glaube ich. Ne? Genau. Schub mal wegnehmen. Das ist zu viel. Wir brauchen nicht mehr steigen. Wir können schon sinken. So. Mal wieder runter da. Ne, das mal weg. Ah, ich bin natürlich wieder schon in die falsche Richtung unterwegs. Und wir müssen mal gerade ein bisschen Schub geben, damit wir nicht abrauschen. Oh. Oh, nee, ich bin ja... So, hat gerade noch so geklappt, ne? So, jetzt mal nicht so viel Auftrieb. Und dann mal wieder runterkommen, ne? Ne. So,
Ist ja noch da. Schub wegnehmen. Wieder nach da. Abbremsen. Ich weiß nicht, wo wir runterkommen. Jetzt machen wir Schub gerade weg. Wir sind wieder viel zu hoch geflogen, ne? Ist klar. Ja, das bremsen wir sowieso nicht mehr. Da kann ich mir gleich schon die Fallschirme rausholen. Anders funktioniert das sowieso nicht mehr. Und das war so ein Versuch, der uns gar nicht weit gebracht hat, ne? Ich kann jetzt nochmal gerade gucken, dass ich das Ding vielleicht nur so dahin kriege mit dem Resttreibstoff. Darf aber nicht zu schnell fliegen. Aber das war es auch nicht. Ja, ist definitiv schief gelaufen. War nix, ne? Ganz schlecht wieder. Mann. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir gehen noch runter und gucken, ob wir dann, wo wir landen, auch noch ein paar Punkte kriegen. Weiß man nicht, ne? Könnte sein. Ist ja jetzt eine andere Ecke, ne? Springen wir mal vor. Natürlich drei Schirme da draußen jetzt. Dauert ewig, ne? Meter. Ja, 400 haben wir jetzt erst. So, normaler Geschwindigkeit. Gucken wir, dass wir die Landung jetzt hinkriegen. Sehen wir irgendwo was? Nee. Ja, ich glaube, zweifache Geschwindigkeit können wir noch ein paar Meter. Nee, warte, wir sind schon auf Zentimeter. Ja, das war jetzt nix, ne? Irgendwie hat es meine drei Beine trotzdem gecrasht, auch mit drei Schirmen. Sehr eigenartig. Naja, ist halt so. So, Crewbericht. Gibt hier keine Punkte. Temperatur. Gibt keine Punkte. Haben wir hier schon weggeholt alles. Druckluft. Auch nix. Ja, das sieht so aus, als ob das jetzt ein Versuch war für die Katz. Ah, hier gibt es ein paar Punkte. Holen wir. Ihn hier noch. Türen öffnen. Oh, geht sogar auf. Haben wir gerade mal so hingekriegt. Frachtraum ansehen. Okay, sehr interessante Übersetzung. Jetzt auch ein paar Punkte. Türen schließen. Die beiden habe ich. Das andere habe ich auch. Ja, war nix, ne? So, dann eher noch aussteigen. Diesmal steht das Teil aber richtig da, weil das eine Bein nicht da dran war. Der kleine Mann muss nun einen EVA-Bericht machen, gibt's aber auch nichts für. Aber Oberflächenprobe, ne? Ja. Nehmen wir auch mit. Das war's jetzt. Gut, dann können wir das ganze Ding recovern. Und jetzt haben wir eine Erfahrung mehr, dass unsere drei Beine das so oder so nicht aushalten, auch mit drei Schirmen nicht. So, da haben wir doch tatsächlich so drei Punkte, vier Punkte, 4,6 verdient. Super, ne? Das war jetzt nicht viel, ist aber so. Er lebt noch, das ist das Wichtigste. Ja, und nächstes Mal machen wir das gleiche nochmal fürs Ding in sich. Ich mache diesmal kürzer, einfach wegen der Erkältung mäßig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.